und ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 30a bis 30e. Das ist die Beratung mehrerer Vorlagen zur Verbesserung der Situation der Kinder und Jugendlichen während und nach der Corona-Pandemie. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Und wenn Sie zügig Platz nehmen, bitte nehmen Sie bitte wieder Platz. Wir haben noch einen langen Sitzungstag vor uns und wir haben ein Wochenende vor uns mit vielen, vielen Beratungen bei dem eben überwiesenen Gesetzentwurf, sodass ich jetzt gern die Aussprache eröffnen würde, was ich hiermit tue und dem Kollegen Dr. Jens Brandenburg, FDP, das Wort erteile. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lea war immer ein sehr fröhliches Kind. Sie ist seit Monaten ganz ruhig. Ihre Freundin hat sie lange nicht mehr gesehen. Seitdem ihr Vater in Kurzarbeit ist, streiten sich ihre Eltern ständig. Mit ihrem Bruder teilt sie ein kleines Zimmer. An die Zeit vor Corona kann sie sich kaum noch erinnern. Finn liebt den Fußball. Ihm fehlt die Bewegung. Im Fernunterricht hat er völlig den Anschluss verloren. Die Kamera lässt er dort aus, dann fällt auch gar nicht auf, dass er gerade erst aufgestanden ist. Er ist sehr aggressiv in letzter Zeit. Und Jonas ist sauer. Seinen 18. Geburtstag, den wollte er ganz groß feiern, daraus wird wohl nichts. Die Clubs sind ohnehin geschlossen. Seine Freunde trifft er nur noch zu Hause zum Zocken. Zum Abschlussball wollte er eigentlich Amira endlich fragen, ob sie mit ihm ausgeht. Der Ball ist abgesagt. Und auch seinen großen Traum, das Auslandsjahr, kann er vergessen. Mehmet macht eine Ausbildung im Reisebüro. Er kennt jedes Ziel und liebt es, Menschen in Urlaub zu schicken. Mit Stornierungen kennt er sich jetzt bestens aus. Sein Betrieb wird ihn im Sommer nicht übernehmen. Er hat keine Ahnung, wie es weitergeht. Und Jana schmeißt ihr Studium hin, im dritten Semester. Biochemie findet sie eigentlich echt spannend, aber ihr fehlt jede Motivation. Sie ist sehr einsam in ihrem Studentenzimmer. Ihre Professoren und Kommilitonen kennt sie nur vom Bildschirm, wie ein schwarzes Loch. Ihren Nebenjob hat sie verloren und jetzt wird sie wohl zu ihren Eltern zurückziehen. Und die Bundesregierung? Die produziert fleißig Werbespots, in denen sie junge Menschen zum tapferen Herumgammeln auffordert. Es sei doch ganz leicht, ein Held zu sein. Der faule Tobi müsse einfach nur weiter zu Hause bleiben. Er solle einfach nichts tun und faul sein wie die Waschbären. Alles Zitate. Was für ein zynisches Bild. Über ein Jahr verpasste Jugendzeit ist keine Kleinigkeit. Lea, Finn, Jonas, Mehmet und Jana stehen für eine Generation, die in dieser Krise viel zu oft vergessen wird. Einsamkeit ist ein Problem nicht nur in den Altersheimen. Zwei von drei jungen Erwachsenen leiden massiv unter sozialer Isolation im Lockdown. Das ist mehr als in jeder anderen Altersgruppe. Jeder dritte Schüler ist inzwischen psychisch auffällig, häufig depressiv. Und jeder sechste Schüler hat inzwischen regelmäßig Gedanken an Selbstmord. Das darf die Politik nicht ignorieren. Den verpassten Abiball, das Gap Year und auch das erste Semester, das wird man nicht einfach später nachholen. Die junge Generation hat in dieser Krise viel geleistet und viel entbehrt, um die meist ältere Generation zu schützen. Sie steht in der Impfreihenfolge ganz am Ende und wird die finanziellen Folgen dieser Krise tragen. Und es geht dabei nicht um Jung gegen Alt, sondern es geht um Respekt und Verständnis für beide Seiten. 75% der Jugendlichen fühlen sich in der Corona-Politik völlig vergessen. Die Sorgen der Jugend sind kein Luxusproblem, sie gehören in das Zentrum der politischen Debatte. Und deshalb legen wir Freie Demokraten Ihnen heute 31 Vorschläge vor, um die Jugend im Lockdown zu stärken. Darunter zum Beispiel eine realistische Öffnungsperspektive für Schulen und Hochschulen, ein Lernbuddy-Programm zum Aufholen der vielen Lernrückstände, eine krisenfeste und elternunabhängige Studienfinanzierung, mehr Unterstützung bei psychischen Erkrankungen, eine konkrete Impfperspektive auch für Minderjährige, eine schrittweise Öffnung des Vereinssports, einen Corona-Jugendgipfel, eine generationengerechte Haushaltspolitik und vieles mehr.
Nehmen wir die mentale Gesundheit junger Menschen endlich genauso ernst wie ihre körperliche Gesundheit. Wenn doch schlecht belüftete Innenräume das eigentliche Problem sind, dann liegt die Lösung nicht in pauschalen Freiluftverboten. Mit guten Hygienekonzepten und Schnelltests sollten auch kleine Open-Air-Konzerte und gemeinsamer Sport im Freien wieder möglich sein. Junge Menschen brauchen jetzt dringend eine Perspektive, wann und wie die soziale Dauerisolation im Lockdown ein Ende findet. Stellen wir uns gemeinsam dieser Verantwortung und helfen wir der Jugend im Lockdown. Vielen Dank. Markus Weinberg, CDU/CSU, ist der nächste Redner. Vielen Dank, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Brandenburg. Ich finde, am Anfang der Debatte müssen wir auch eine Brücke schaffen, und zwar eine Brücke zu der Debatte, die wir gerade geführt haben, wo es um die grundsätzliche Ausrichtung der nächsten Wochen geht, zu dem sehr konkreten Fall oder zu dem konkreten Bereich, den Sie auch und den wir auch jetzt in dieser Debatte führen. Und deswegen aus meiner Sicht drei wesentliche Punkte. Erstens, ich halte es mit Blick, und das ist formuliert worden in den letzten 60 Minuten, für dringend geboten, dass wir bundeseinheitliche Regelungen haben, einen Notfallmechanismus mit Blick auf die Situation in den Krankenhäusern, mit Blick auf die dramatische Situation, Blick auf die B117-Mutante, dass wir auch als Bundestag bundeseinheitliche Vorgaben machen. Und ich bin da auch ganz offen, auch in einer klaren Schärfe, was Ausgangsbestimmung angeht, was die Fragestellung angeht, mit wie vielen Personen kann man sich in einem Haushalt treffen. Das ist der erste Punkt. Aber das ist der Rahmen. Und jetzt muss ich diesen Rahmen auch mal ausfüllen. Und da habe ich zwei weitere Punkte, die wichtig sind. Und da kommen wir, Herr Brandenburg, auch eng beieinander zusammen. Das Zweite ist, bei allen diesen Wellen und bei allen Phasen müssen wir auch genau betrachten, welche Gruppen sind besonders betroffen. Es war in der ersten Welle und in der zweiten Welle waren es die Hochbetagten, die älteren Menschen, die wir schützen mussten, weil sie besonders betroffen waren von dem Virus. Und es ist jetzt die Phase, wo wir uns um die Kinder, um die vulnerable Gruppen der Jüngeren kümmern müssen, weil, und jetzt komme ich zum dritten Punkt, das eine ist natürlich die körperliche Unversehrtheit, die körperliche Gesundheit. Das ist das, was wir gerade erleben in den Krankenhäusern. Aber, und da bin ich bei Ihnen, eine Depression, auch Magersucht, Suizidgedanken, diese landen in der Regel nicht im Krankenhaus und werden momentan nicht gezählt. Aber ihre Zunahme ist extrem. Und deswegen müssen wir intensiv beraten darüber, wie wir die psychosozialen Folgen jetzt abmildern und dann auch ein Programm entwickeln mit Blick auf die nächsten Jahre. Keine Zwischenfrage, vielen Dank. Auf die nächsten Jahre sozusagen die Abmilderung der Folgewirkungen hinbekommen. Es muss dem Grunde nach für Kinder und Jugendliche einen Aufschrei geben in dieser Phase. Deswegen, zweiter Punkt will ich gerne sagen zu den Studien, und das leider, muss ich leider unterstreichen, was Sie formuliert haben. Das Universitätskrankenhaus Eppendorf in Hamburg hat festgestellt, dass 80% der Kinder, also 4 von 5 Kindern, wenn man unterrichtet hat, eine Klasse mit 20 Kindern, der weiß, das ist sozusagen eine gravierende Zahl, besonders stark von der Pandemie belastet sind. Dass Psychologen, Wissenschaftler, Kinderärzte über Entwicklungsschäden reden und im Übrigen viele Eltern auch Sorgen haben über das Bildungsniveau ihrer Kinder. Deswegen eine grundsätzliche Aussage. Es geht um kognitive Entwicklung, aber es geht auch um soziale und emotionale Entwicklung. Den Dreisatz, den könnte man möglicherweise, habe ich zumindest mal getan, später auch noch nachholen. Aber soziale und emotionale Entwicklung und Schädigung in diesem Bereich, die sind gravierend und die sind momentan deutlich erkennbar, wirken auf die Kinder und auf die Jugendlichen. Also die Frage, man hat keine Sozialisation mehr bei den Kleinkindern. Die Peer Groups in der Adoleszenz können sich nicht mehr treffen und nicht mehr austauschen. Das alles fehlt. Es fehlt den Kindern, fehlen Freizeit- und Sportangebote. Und natürlich, und das ist der entscheidende Punkt, wo ist dieser Sozialisationspunkt? Das sind Kindertagesstätten, Schulen und Jugendeinrichtungen. Und da muss man noch sicherlich darüber reden, wie es besondere Lebenslagen betrifft. Ich denke da an diejenigen, die keinen Drucker zu Hause haben und nichts ausdrucken können. Und wer das erlebt hat, wie ein junges Mädchen vor der Jugendeinrichtung steht und ihren Stick abgibt, damit in der Jugendeinrichtung die Aufgabe in Mathe ausgedruckt werden kann, der weiß, das ist ein großes Problem und eine große Herausforderung. Und deswegen ist es jetzt unsere Aufgabe, dieses auch mit den Ländern gemeinsam zu besprechen und anzugehen. Also Fragestellung, was ist zu beachten, auch beim Notfallmechanismus? Impfen und Testen ist der erste Punkt. Dem Grunde nach ist das das Zentrale, was auch Kinder und Jugendliche betreffen.
Wir haben jetzt in dem vorliegenden Gesetz die 200er-Inzidenz. Ich sage ganz offen, eins muss uns alle treiben. Das Allerwichtigste ist, dass wir so lange wie möglich, irgendwann wird es nicht mehr möglich sein mit Blick auf den Gesundheitsschutz, aber so lange wie möglich Kitas und Schulen offen halten, unter Beachtung des Schutzes der Kinder. Das heißt, dass man auch mal differenziert überlegen muss, wie kann man das dann machen. Und wenn wir im Gesetz formuliert haben, dass zweimal in der Woche getestet wird, dann ist das ja noch nicht das Ende der Woche. Man kann auch fünfmal in der Woche testen und man kann auch ganz deutlich sagen, jedes Kind, jede Lehrerin, jede Erzieherin muss entweder geimpft oder getestet in die Schule kommen. Das wäre eine Maximierung des Sicherheitsschutzes und vielleicht gelingt es uns dann, dass wir etwas länger die Schulen aufrechterhalten. Denn denken Sie dran, die nächsten Wochen werden schwierig und ambitioniert werden. Für uns alle, aber insbesondere für die Kinder und Jugendlichen. Und Schulschließungen werden dann irgendwann möglicherweise, und einige Länder haben es ja angeordnet, ab Montag auch wieder komplett die Folge sein. Aber wenn wir versuchen wollen, das zu vermeiden, dann muss man, glaube ich, auch über diese Dinge noch mal nachdenken. Denn es gibt dann ab Mitte Juni auch eine andere Phase. Dann haben wir nämlich 6 Wochen Sommerferien. Früher haben sich sehr viele Menschen darüber gefreut, wenn sie mal 6 Wochen nicht zur Schule mussten. Ich gestehe ein, ich auch. Aber wenn man erlebt, wie ein Grundschüler, der nie proaktiv irgendwie erzählt hat, wie toll es in der Schule ist, sondern der immer gesagt hat, ja, Schule mache ich so, der jetzt auf einmal erlebt, wie wichtig ihm die Schule ist, der nach Hause kommt und als allererstes erzählt, wie toll der Versuch war, den man in der Grundschule in der 4. Klasse gemacht hat, dann ist es doch ein Indiz dafür, wie die Situation bei den Kindern ist. Und deswegen müssen wir auch beachten, wir haben Sommerferien und das heißt, bis Mitte August werden möglicherweise einige Kinder nicht mehr in die Schule gehen. Und das muss uns auch bewegen, darüber nachzudenken, wie wir möglicherweise mit einer Konkretisierung der Stellschraube zu verändern kommen. Und dann, da bin ich bei Kollegen Brandenburg, ist es das Durchstarten nach der Pandemie. Psychosoziale Folgen, therapeutische Angebote. Gerne auch nachholen die kognitiven Lernfähigkeiten, Stichwort Wochenendseminare. Das ist alles etwas, was die Länder natürlich in ihrer Hauptverantwortung, als diejenigen, die in diesem Bereich in der Kompetenz liegen, zu entwickeln haben. Und wir als Bund werden das auch mit unterstützen und wollen das auch mit unterstützen. Denn die Phase jetzt ist die eine Phase und dann kommt die mittel- und langfristige Phase. Und da müssen wir die Folgewirkungen für Kinder und Jugendliche abmildern. Und da haben wir eine Riesenaufgabe vor uns. Und das ist auch das, was die nächsten Wochen in der Debatte und Stärken wert ist, hieran auszurichten, Herr Kollege. Und das werden wir auch tun. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Johannes Huber, AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist zutiefst heuchlerisch, wenn alle Altparteien einerseits Kinderrechte im Grundgesetz verankern wollen, andererseits aber die bereits vollständig vorhandenen Rechte der Kinder und Jugendlichen durch den Ewigkeitslockdown aushebeln. Die Kontaktbeschränkungen und die weitgehende Schließung von Schulen und Kitas sowie Freizeit- und Sportangeboten ziehen bei Kindern und Jugendlichen schwerwiegende Krankheitsfolgen nach sich. Laut des Zentralinstituts für seelische Gesundheit erfüllten 57% der befragten Jugendlichen Kriterien einer leichten bis mittleren, 38% sogar einer mittleren bis schweren psychischen Belastungsstörung. Seit Beginn des Lockdowns treten durch Homeschooling, soziale Isolation und Maskierung vermehrt Angst- und Schlafstörungen sowie Depressionen und vor allem Essstörungen bei den Kindern und Jugendlichen auf. Zudem verzeichnen sie eine Zunahme psychiatrischer Notfälle und akuter Suizidalität, vor allem bei ca. 12-jährigen Mädchen. Anscheinend wissen weder Frau Merkel noch Herr Spahn oder Herr Altmaier, da sie selber keine Kinder haben, dass dies, was sie unserem Nachwuchs zumuten, eine Katastrophe ist. Gerade weil Familien im Lockdown mehrfach belastet sind, ist es wichtig, das Recht der Kinder auf schulische und frühkindliche Bildung und auf soziale Kontakte zu Gleichaltrigen zu gewährleisten und Eltern gleichzeitig zu entlasten. Der Lockdown muss daher unverzüglich beendet und dessen grobe Axt durch das feine Skalpell eines zielgenauen Schutzes der Risikogruppen ersetzt werden. Wenn Sie mit offenen Augen durch die Welt gehen, auch Sie, Herr Grosse-Brömer, dann sehen Sie verzweifelte junge Leute, deren Zukunftsperspektiven nun seit über einem Jahr sich rapide verschlechtern. Schüler haben Mühe, das Klassenziel zu erreichen. Abschlussklassen hadern mit ihren Abschlussprüfungen. Auszubildende finden keine Stelle,
und die Zahl der jungen Arbeitslosen nimmt weiter zu. Im Februar 2021 gab es insgesamt 263.000 arbeitslos gemeldete Menschen unter 25 Jahren. Das sind 22% mehr als im letzten Jahr. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass Jugendliche und vor allem solche mit geringen finanziellen Mitteln oder einem instabilen sozialen Umfeld laut JUKO-Studie ihr Vertrauen in die Politik komplett verloren haben, weil sie die Maßnahmen und Versprechungen letztlich als das wahrnehmen, was sie auch sind, nämlich Irrwege und Scheinlösungen. Laut Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft werden Bund, Länder und Kommunen bis 2022 für die Corona-Politik 650 Milliarden Euro neue Schulden machen. Die Schuldenbremse muss daher angesichts einer künftigen Staatsschuld von 2,7 Billionen Euro unbedingt bestehen bleiben. Die Nachhaltigkeitslücke, die auch die implizite Staatsschuld umfasst, beläuft sich auf mindestens 357% des Bruttoinlandsprodukts. Und das nicht in einem Dritte-Welt-Land, nein, hier bei uns in Deutschland. Mit dem Ewigkeitslockdown ruiniert also die Bundesregierung nicht nur die deutschen Staatsfinanzen, sondern auch die Zukunft der kompletten nächsten Generation. Eine Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen lässt sich dagegen nicht erkennen. Als erstes muss die unsägliche Umkehrung der Beweispflicht endlich aufhören. Die Positivitätsrate bei den unter 14-Jährigen ist in den letzten Wochen sogar gesunken. Trotz verdoppelter Testungen in der aktuellen Testwelle sind Kinder und Jugendliche also keine Pandemietreiber und sollten auch nicht so behandelt werden. Die Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin kommt zum Ergebnis, dass Kinder und Jugendliche nicht überproportional zum Infektionsgeschehen beitragen. Schulschließungen haben darauf sogar überhaupt keinen nennenswerten positiven Effekt. Aber die negativen Folgen der Schulschließungen könnten zukünftige Generationen laut IFO-Institut ganze 3,3 Billionen Euro kosten. Daher müssen Schulen, Kitas und Horte unbedingt geöffnet werden und geöffnet bleiben, nämlich ohne Testpflicht und ohne den Zwang, eine Maske zu tragen. Vielen Dank. Sönke Rix, SPD, ist der nächste Redner. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich hoffe, die Gemüter beruhigen sich, aber gerade der letzte Satz von meinem Vorredner hat schon gezeigt, also Schulen öffnen, ich glaube, wir sind uns ja alle einig, wenn überhaupt Schließung von Schulen und Kitas, dann ganz zum Schluss. Aber ohne Sicherheitsmaßnahmen, ohne Schutzmaßnahmen, die Kinder einfach so wieder zur Schule gehen zu lassen, zeigt, ihnen geht es gar nicht ums Kindeswohl, ihnen geht es nur um blanken Populismus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich, und das ist das Problem, und Studien untermauern das auch, Kinder und Jugendliche leiden unter dieser Krise genauso wie die gesamte Bevölkerung. Deshalb ist es ja auch eine Krise. Und dass in dieser Krise die Menschen nicht himmelhoch jauchzend dabei sind und alles toll und großartig finden, liegt leider in der Natur der Sache. Es ist auch eine dramatische Krise. Es ist die dramatischste Krise, die dieses Land, Europa, seit dem Zweiten Weltkrieg jemals erlebt hat. Und deshalb ist es so, dass auch die Kinder und Jugendliche davon leider massiv betroffen sind. Und die Studie, Kollege Weinberg hat es angesprochen, aus Eppendorf, die Studie, die zeigt auch, Kinder sind vor allen Dingen auch dann betroffen, wenn ihre Eltern auch betroffen sind. Also gerade wenn die Situation auch der Eltern eine angespannte Situation ist, weil sie um den Arbeitsplatz fürchten müssen, weil sie unter Stress sind, weil sie doppelte Homeoffice zu Hause erledigen müssen und so weiter, dann spielt sich das natürlich auch auf die Kinder wieder. Aber was können denn eigentlich die Antworten von Politik sein?
Da wir nicht sagen können, wir können mit einem Knopfdruck einfach wieder alles öffnen und die Pandemie ist vorbei und alle können wieder locker und flockig in Schulen und Betriebe gehen und das Leben so weiterleben, weil das Virus nun mal noch unter uns ist, ist ein wesentlicher Punkt, der Politik leisten kann, das sind die Hilfen für diese Familien tatsächlich. Tatsächlich ihnen zu sagen, ja, dein Arbeitsplatz ist nicht dramatisch gefährdet, wir kommen mit einer guten Kurzarbeiterregelung über die Runden. Ja, wir erleichtern es auch, tatsächlich, wenn du in finanzielle Nöte gerätst, tatsächlich auch soziale Hilfen zu bekommen. Und ja, wir retten auch dein Unternehmen, wir retten auch deine Betriebe, indem wir Wirtschaftshilfen auf den Weg bringen. So schaffen wir es auch, dass in den Familien der Stress auch kleiner wird. Und ja, wir brauchen auch ganz individuelle Programme für Kinder und Jugendliche. Natürlich, wir haben riesen Milliardenpakete auf den Weg gebracht, zu Recht, um Arbeitsplätze zu sichern, um Betriebe zu sichern und damit auch die Situation in Familien zu erleichtern. Aber wir brauchen eben auch viel Geld für Programme für Jugendliche und für Kinder. Und das ist gemeinsames Ziel dieser Koalition, dieses Geld auch in die Hand zu nehmen. Es gibt die ersten Verhandlungen darüber, für ein Paket von 1 Milliarde, am liebsten 2 Milliarden Euro zu sagen, ja, genau die Kinder und Jugendlichen, die sich in eine, keine Zwischenfragen, egal von welcher Fraktion, die sich dann auch tatsächlich in einer Umbruchsphase befinden und Nachteile dadurch haben, dass sie nicht dauerhaft am Kita-Unterricht teilnehmen können, dass sie eben nicht in Ausbildung starten können, weil es durch die Corona-Pandemie nicht geht. Genau denen wollen wir Hilfe zukommen lassen. Mit zusätzlichen Mitteln, zum Beispiel für Sprachkitas. Wenn ein Kind jetzt in die Kindertagesstätte gekommen ist und seit einem Jahr nur eingeschränkte Kita hat, dann hat es Defizite in der Sprachkenntnis, weil es nicht mit anderen Kindern zusammenkommen könnte. Also müssen wir die Zeit nach der Pandemie verstärkt auch da Mittel zum Beispiel zur Verfügung stellen. Oder auch für Nachhilfe an Schulen, aber auch für Ferienmaßnahmen. Die Kinder und Jugendlichen hatten keine vernünftigen sozialen Kontakte. Und ich finde es gut, dass Kollege Weinberg auch gesagt hat, es geht auch um soziales Lernen. Wie machen wir das? Indem wir zum Beispiel Projekte organisieren und fördern, in den Ferien ganz konkret zu sagen, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, Kinderstädte. Gibt es an vielen Orten ganz tolle Demokratieprojekte, ganz tolle Projekte zum sozialen Lernen. Warum kann der Bund nicht solche Projekte noch mal zusätzlich unterstützen, damit die Kinder aufholen können, das, was sie in der Vergangenheit machen. Dafür fordert die SPD zusätzliches Geld, und das wollen wir auch tun. Diese Mittel sind gut angelegt. Mit der SPD wird es diese Mittel auch geben. Herzlichen Dank. Norbert Müller, DIE LINKE, ist der nächste Redner. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich will zunächst, das mache ich in Reden selten, einen Dank aussprechen, nämlich einen Dank an die Kolleginnen und Kollegen von FDP, von Grünen und auch meiner eigenen Fraktion, weil ohne uns im Deutschen Bundestag seit einem Jahr über die Situation von Kindern und Jugendlichen nahezu gar nicht gesprochen worden wäre. Ohne Anträge der demokratischen Oppositionsfraktion hätte das hier überhaupt gar keine Rolle gespielt, was wir heute diskutieren. Und dann will ich sagen, ein weiteres Mal, ich finde das ehrlich gesagt inzwischen befremdlich, dass die Bundesjugendministerin bei diesen Debatten grundsätzlich auffälligerweise fehlt. Frau Ministerin Karliczek, vielleicht richten Sie Ihrer Kabinettskollegin aus. Der Job der Bundesjugendministerin ist es, sich jetzt um die Situation von Kindern und Jugendlichen zu kümmern und nicht um die Abgeordnetenhauswahl von Berlin. Sie ist noch nicht regierende Bürgermeisterin. Ihr Platz ist hier in diesen Debatten. Und Kollege Rix, ich finde das super, dass die SPD-Fraktion ein 2-Milliarden-Programm für die Jugendverbände, für die Jugendsozialarbeiten, für die Kinder- und Jugendarbeit anstrebt. Das könnt ihr ganz einfach haben, weil den Antrag haben wir heute zur Abstimmung hier im Verfahren. In einer halben Stunde können alle Fraktionen über diesen Antrag abstimmen. Wir beantragen heute ein 2-Milliarden-Programm für die Kinder- und Jugendarbeit, für die Jugendverbandsarbeit und für die Jugendsozialarbeit. Es wäre ein starkes Signal der SPD-Fraktion, unserem Antrag zuzustimmen. Dann müsst ihr hier nicht nur drüber reden, wenn die FDP mal wieder so einen Debattenpunkt beantragt. Ihr könnt es direkt heute tun. Aber es gibt natürlich auch Punkte, die FDP, Grüne und uns trennen. Wir waren uns einig, wir waren uns sehr früh einig, wir brauchen Teststrategien. Da hat die Regierung noch gepennt. Wir waren sehr früh einig, wir brauchen Strategien für die Kitas. Da hat die Regierung noch gepennt. Aber wir haben unterschiedliche Sichtweisen. Und Kollege Brandenburg, ich habe Ihren Antrag aufmerksam gelesen. Ich finde es richtig, dass man den jungen Leuten, bei denen jetzt Abiball und Auslandssemester, Ersti-Party ausgefallen ist, das nicht zum Vorwurf machen soll. Und ich finde es auch völlig nachvollziehbar, dass Sie sagen, diese Entwicklungsschritte können Sie nicht mehr aufholen. Ja, das stimmt.
Und ich finde es für diese Leute, für diese jungen Menschen extrem schade. Aber das ist eben nur ein Teil in dieser Generation. Was bei Ihnen, und das ist immer in der FDP so ein bisschen unterbelichtet, was da überhaupt nicht auftaucht, sind von 14 Millionen Jugendlichen 2 Millionen, knapp 2 Millionen Kinder und Jugendliche, die in Hartz-IV-Haushalten leben. Und nochmal 2 Millionen, die in verdeckter Armut leben. Die machen in der Regel kein Abitur. Die brauchen über Auslandssemester im Master überhaupt nicht nachdenken, maximal in Ausnahmefällen. Deren Realität war vor einem Jahr, im März und April 2020, dass durch die Gedankenlosigkeit der Bundesregierung im ersten Lockdown das mit kostenlose Mittagessen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket über Nacht nicht mehr da war. Die wussten Ende März 2020 nicht, als der Monat schon noch sehr lang war, aber kein Geld mehr da war, wie sie das Essen zu Hause bezahlen sollten. Die gehen seit Jahren nicht zu Kindergeburtstagen, weil sie nicht wissen, wie sie die Geschenke finanzieren sollen. Da finden Familienurlaube zu Hause statt und nicht im Ausland. Ich finde, über diese Jugendlichen müssen wir auch noch mal reden. Und die haben im Übrigen noch ein höheres Infektionsrisiko, weil die wohnen in der Regel in Wohnsituationen, die außerordentlich beschissen sind. In kleinen Wohnungen, wo man eng aufeinander sitzt und nicht im Einfamilienhaus mit großem Garten. Ja, wir haben eine Vielzahl von Punkten hierzu beantragt. Eine digitale Grundsicherung. Wir haben Pandemiezuschläge zur Grundsicherung gerade für diese Familien beantragt. Das ist hier abgelehnt worden, auch mit den Stimmen der FDP. Und ich finde, das wären Punkte gewesen, die wir brauchen. Aber die Chance ist noch nicht abgefahren. Die Pandemie wird uns noch eine Weile plagen. Wir brauchen endlich Unterstützung für diese Familien, weil sie zum Beispiel Tests kaufen müssen. Die sind ja jetzt nicht überall kostenlos. Weil sie zum Beispiel nach wie vor Masken erwerben müssen. Das ist in den Grundsicherungsregelsätzen immer noch nicht ausreichend abgebildet. Und deswegen brauchen wir für diese Familien spezielle Unterstützung. Und stattdessen sind nach wie vor wichtige Hilfesysteme für Familien ausgebremst. Wir brauchen jetzt eine Perspektive für junge Leute. Und dann sage ich auch in die Richtung nach rechts außen. Ich habe zur Teststrategie schon was gesagt. Die demokratischen Fraktionen sind sich einig, der Weg, Schulen offen zu halten, ist das Testen. Ist das Testen. Und wenn Kinder und Jugendliche zweimal die Woche verbindlich in Schulen getestet werden, und über Kitas können wir vielleicht auch noch reden, verbindlich getestet werden, dann gibt es keinen Grund mehr, Jugendhäuser zu schließen. Dann gibt es keinen Grund mehr, die Jugendverbandsarbeit auszubremsen. Dann gibt es keinen Grund mehr, Jugendsport auszubremsen. Weil wenn wir die Gewissheit haben, dass Schülerinnen und Schüler zum Beispiel zweimal die Woche verbindlich getestet werden, dann müssen sie die Chance haben, zu ihrer Jugendgruppe zu gehen, in ihrem Dorf oder ihrer Kleinstadt. Dann müssen sie auch die Chance haben, wieder in den Jugendclub zu gehen, natürlich unter entsprechender Hygienegewährleistung. Und sie müssen auch wieder die Chance haben, ihrem Vereinssport nachzugehen. Da ist das Testen der zentrale Schlüssel. Und dann sage ich mal in Richtung der AfD. Also wie man wirklich auf die verrückte Idee kommen kann, zu sagen, die Pandemie würde herbeigetestet. Wenn jetzt Millionen Schülerinnen und Schüler die Woche zweimal getestet würden, dann würde die Pandemie erst entstehen. Das ist doch völlig verrückt. Das ist doch völlig verrückt. Sie sagen doch auch nicht jemanden mit Bluthochdruck, wenn er aufhören würde, den regelmäßig zu messen mit dem Blutdruckmessgerät, dann hört die Erkrankung auf einmal auf und alles ist gut. Irgendwann kippt der Mensch um. Das ist das Problem. Und deswegen müssen wir wissen. Jetzt rufen Sie schon wieder dazwischen. Wissen Sie, Sie sind doch die Fraktion, die immer alles wissen wollen. Sie wollen wissen, wer über die Grenzen ein- und ausreist. Sie wollen am besten wissen, welche Menschen welche sexuelle Neigungen haben. Das wollen Sie immer alles wissen. Aber was Sie nicht wissen wollen, ist das, und da reden Sie dann vom Bevölkerungsschutz, was Sie nicht wissen wollen, ist, dass Menschen mit einem gefährlichen Virus unter uns sind, in Schulen gehen und möglicherweise Lehrer, möglicherweise sogar Risikogruppenangehörigen lehren oder andere Kinder anstecken, die zum Beispiel vielleicht zu Hause zu pflegende Großeltern haben. Das wollen Sie nicht mehr wissen. Da scheißen Sie dann auf den Bevölkerungsschutz. Ich finde das völlig inakzeptabel. Völlig inakzeptabel. Und im Übrigen beim Testen... Ja, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der AfD? Nee, bitte nicht, Herr Präsident. Also, und wenn wir schon beim Testen sind, ja... Ich verstehe Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, also wir haben jetzt teilweise drei Lerngruppen gleichzeitig unterrichtet, die im Präsenzunterricht ohne Präsenzpflicht, die eigentlich zu Hause sind und die im Homeschooling sind. Wir sind jetzt nicht nur die Gesundheitsfachkräfte und wollen nicht testen. Und ich verstehe auch die Eltern. Also mein Sohn hat selber gestern so eine Tüte zusammengetackert, mit Tests mitgebracht, so einem schlecht kopierten Zettel drin, die sagen, also Leute, dass wir jetzt testen sollen, was denn noch eigentlich alles? Wir waren jetzt beste Freunde, Lehrer und das ist ein bisschen viel mit der Zeit. Die verstehe ich alle. Und deswegen sage ich, das ist ein gutes Beispiel. Nach der Pandemie darf es nicht so werden wie vor der Pandemie. Wir brauchen in Schulen wie in Österreich Gesundheitsfachkräfte. Wir brauchen in Schulen eine ganz andere Ausstattung, damit wir endlich pandemiesicher sind und nicht wieder in Zustände reinlaufen wie vor einem Jahr, über die wir immer noch nicht hinweg sind. Vielen Dank. Margit Stump, Bündnis 90 Die Grünen, ist die nächste Rednerin.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Menschen schlägt die Pandemie mit all ihren vielen Einschränkungen inzwischen schwer aufs Gemüt. Ganz besonders betroffen sind Kinder und Jugendliche. Wir wissen aus der neuen COPSI-Studie, dass fast 85% der jungen Menschen durch die Corona-Krise besonders belastet sind. Kein Wunder, trifft diese Krise Kinder und Jugendliche in einer kurzen Phase des Lebens, die nicht mehr nachzuholen sein wird. Der erste Schultag, der Wechsel in eine weiterführende Schule, die Prüfungen, die Feiern des Schulabschlusses, ein Aufenthalt im Ausland, der Beginn einer Ausbildung oder der Start an der Hochschule. Statt unbeschwert die Welt zu entdecken, überwiegen Ängste, Sorgen und Niedergeschlagenheit. Viele fühlen sich einsam, isoliert, ungehört und auch abgehängt. Das macht mir große Sorgen. Und dabei bleibt es leider nicht. Wir sehen einen besorgniserregenden Anstieg von Depressionen, Angst- und Essstörungen und besonders erschreckend auch von Selbstmordgefährdung. Eine so belastete Jugend, das sollte uns alle hier in Alarmbereitschaft versetzen. Doch von der Bundesregierung hört man kaum was dazu. Kollege Müller hat es gerade schon erwähnt. Frau Giffey macht lieber Wahlkampf in Berlin und überlässt die Arbeit der Opposition. Dann folgen Sie doch wenigstens unseren Anträgen. Wir legen in unserem Antrag konkrete Vorschläge vor. Wir freuen uns, dass die FDP viele dieser Vorschläge übernommen hat. Doppelt genäht hält besser. Dazu gehört auch die Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Frau Giffey hat sich das ja auch medienwirksam selbst auf die Fahnen geschrieben. Warum tut sie es dann nicht jetzt, noch in dieser Wahlperiode? Jetzt haben Sie die Chance, nutzen Sie die. Wir wollen auch, dass die Belange junger Menschen in der Pandemie endlich mehr gehört werden und dass auch das entsprechend politisch gehandelt wird, und zwar jetzt endlich. Die Pandemie dauert noch lange und die Folgen währen. Deshalb fordern wir endlich einen Pandemierat einzusetzen, der interdisziplinär besetzt ist und explizit die Expertise der Kinder- und Jugendgesundheit einbezieht. Denn nur dann sind besonders die Perspektiven und Bedürfnisse von Heranwachsenden im Fokus. Das gilt auch für die Rolle der Schulen. Der Schulbetrieb bleibt drastisch eingeschränkt und damit verlängert sich die Zeit, in der Kinder und Jugendliche nur ein eingeschränktes Bildungsangebot wahrnehmen können. Das Recht auf Bildung ist vielerorts nicht mehr gewährleistet. Und es verlängert sich auch die Zeit, in der Kinder enorm auf die Unterstützung durch ihr Elternhaus angewiesen sind. Wir wissen, wie sehr sich gerade dieser Umstand auf Bildungsgerechtigkeit auswirkt und die Familien belastet. War Deutschland schon vor der Pandemie das industrialisierte Land, in dem die Bildungschancen wie kaum in einem anderen Land vom Status des Elternhauses abhingen, so sind wir jetzt das Land, in dem die pandemiebedingte Bildungsschere so schnell aufgeht wie nirgendwo sonst in der OECD. Was macht Ministerin Karliczek? Sie lässt sich Zeit. Man kann halt jetzt schnell genug langsam durch. Die Beispiele dafür sind bekannt. Nehmen wir Administration, die wir beim Digitalpakt von Beginn an eingefordert haben. Die sichere Verfügbarkeit digitaler Infrastruktur ist der Schlüssel, wenn digitale Medien im Schulalltag selbstverständlich genutzt werden sollen. Der Ruf verhallte ungehört. Erst in den Nöten der zweiten Welle wurde die Finanzierung angegangen oder besser sollte angegangen werden. Heute in der dritten Welle kann weder die Ministerin selbst noch ihr Apparat Auskunft zum Stand der Umsetzung geben. Man schwankt, ist das nun Unwille oder Unfähigkeit? Eines ist es sicher nicht, beherztes und verantwortungsvolles Handeln. Nächstes Beispiel, Nachhilfeprogramm, erst vollmundig angekündigt, jetzt auf das nächste Schuljahr verschoben. Das ist falsch, sowohl vom Ansatz her als auch von der Organisation. Erstens, mit jedem Tag ohne Schule werden die Lücken größer. Je größer diese Lücken sind, umso früher müsste damit begonnen werden, sie zu schließen. Und zweitens, es entsteht eine Bildungslücke, nicht eine Wissenslücke. Bildung ist viel mehr als Wissen. Deswegen ist ein Nachhilfeprogramm, das nur Wissenslücken schließen soll, viel zu kurz gesprungen. Es braucht viel mehr. Und es ist ja schön, wenn die SPD das erkennt, dann soll sie auch unsere Anträge unterstützen. Wir brauchen einen bildungspolitischen Aufbruch, damit die nächste Krise nicht wieder auf Kosten der Schwächsten geht, damit Schulen in der digitalisierten und vernetzten Welt ankommen und die jungen Menschen auf die Zukunft vorbereiten, damit jedes Talent gefördert wird und wertschätzt.
Voraussetzungen erhält, damit gleiche Bildungschancen Realität werden und Gerechtigkeit im Klassenzimmer selbstverständlich wird. Am dringendsten ist es aber jetzt in der aktuellen Notlage, eine Perspektive für eine sichere Lernumgebung und damit einen wenigstens tageweisen möglichen Schulbesuch zu entwickeln. Dafür brauchen Schulen vor allem das ganze Instrumentarium an Maßnahmen, regelmäßige Tests, Luftfilter, zusätzliches Personal zur Betreuung kleiner Gruppen und zur Entlastung der Lehrkräfte von organisatorischen Aufgaben, auch beim Testen. Wir legen ein praktikables Konzept dafür vor, für die aktuelle Notlage, aber auch darüber hinaus, damit unsere Kinder und Jugendlichen nicht weiter zu den Verlierern der Pandemie gehören. Deswegen appelliere ich an Sie, unterstützen Sie unsere Anträge. Das Wort hat die Kollegin Bettina Margarete Wiesmann für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Gesundheitsschutz in der Pandemie darf die Folgen von Lockdown-Maßnahmen für Kinder und Jugendliche nicht aussparen. Deren besondere Schutzbedürftigkeit haben wir erst gestern im Rahmen der Kinderrechtsdebatte erörtert. Zur Gesundheit der Menschen gehört eben auch die seelische Gesundheit, untrennbar dazu. Und sie ist bei Kindern und Jugendlichen nach vielen Monaten reduzierter oder ganz wegfallender Sozialkontakte hochgefährdet. Es beeindruckt zutiefst, und ich danke euch auch dafür sehr herzlich, dass viele junge Menschen ihren guten Mut, ihren Willen, sich zu arrangieren, auf vieles zu verzichten und das Beste draus zu machen, bewahrt haben und sogar sagen, sie würden die frühere Impfung, die die FDP in ihrem Antrag fordert, gar nicht wollen, wenn dafür Großeltern oder gar Eltern länger warten müssten. Dennoch leiden eben auch viele, gerade im schwierigen Alter, von Abnabelung und Selbsterfindung, die den Spiegel der Peer Group voraussetzt. Für junge Menschen, die erst am Anfang ihres bewussten eigenen Erlebens stehen, sind die absehbar 5 Monate ohne Schule in Mittel- und Oberstufe beispielsweise in Hessen oder das Jahr ohne Teamaktivitäten wie Mannschaftssport, Orchester und Theaterspiel, Jugendgruppen, Fahrten oder Feiern ein zu großer Teil ihres erinnerten Lebens, um sich nicht schmerzlich sozial amputiert zu fühlen. Hier geraten Entwicklungsprozesse aus der Spur, die mehr sind als Lernrückstände, das ist auch wichtig. Nur durch digitalen Unterricht. Siehe die Erklärung der Kinder- und Jugendärzte von Ende Februar, die COPSI-Studie aus Hamburg, die JUKO-Studie aus Hildesheim und anderes mehr, vieles ist schon genannt worden. Alle warnen sie vor Schutzmaßnahmen, die nur auf Kosten der psychosozialen Entwicklung der Kinder gehen. Denn es geht nochmals um seelische Gesundheit auch. Zum Kompensieren und Reparieren machen die Oppositionsfraktionen heute Vorschläge. Einige, die auch ich hier schon vorgetragen habe, zum Beispiel ein Jugendgipfel im Kanzleramt, Sonderprogramme für mehr Praktika, Jugendaktivitäten und Jugendaustausch, systematische Lernstandserhebungen und Aufholunterstützung in Schule und Studium, Angebote zur psychosozialen Unterstützung. Das sind gute Ansätze, die wir in der Union aktuell als Durchstartprogramm verfolgen. Und vieles davon wird unumgänglich sein und an vielen wird ja auch bereits gearbeitet. Zusätzlich ventilieren Sie aber ein ganzes Sortiment an Forderungen, die mit der Pandemie ungefähr so viel zu tun haben wie Freddie Mercury mit dem Thermometer. Liebe FDP, Minijobs zu Midijobs aufzupumpen, ein Gründungssemester einzuführen oder das Tanzverbot an stillen Feiertagen abzuschaffen, Grenzen offen halten, Schuldenbremsen, Rentenreform und Klimaschutz, das ist alles möglich und das ist auch gar nicht schlecht, aber es ist kein stimmiges Programm zur Bewältigung der Corona-Krise im Hinblick auf Kinder und Jugendliche. Schließlich ein besonderer Punkt, Sie haben ihn auch noch erwähnt vorhin, ein elternunabhängiges Baukasten-BAföG, für dessen Einsatz die wirtschaftliche Situation der Eltern keine Rolle spielen soll. Wo bleibt denn hier die Eigenverantwortung der kleinsten sozialen Gemeinschaft der Familie? Wo das Subsidiaritätsprinzip? Man staunt. Der Antrag der Grünen, Jugend in der Krise, ist ein ähnlicher Bauchladen mit bunten Themen rund um die Jugend. Digitale Endgeräte für bedürftige Jugendliche, die gibt es inzwischen. SGB VIII-Reform nächste Woche im Plenum. Wahlalter 16 wegen Corona,
an den Haaren herbeigezogen. Ich bin unbedingt für systematische Beteiligung von Jugendlichen und auch Kindern an sie betreffenden Entscheidungen. Das wissen Sie von mir, und dafür setze ich mich auch ein und meine Fraktion auch. Das allgemeine Wahlrecht stellt aber eine Verantwortung dar, in die man hineinwachsen dürfen muss. Und das gilt auch nach Corona. Zu den Anträgen der Linken. Der Ruf nach immer mehr Geld, Sie haben auch vieles richtig gesagt, Herr Kollege Müller, aber der Ruf nach immer mehr Geld ist enttäuschend fantasielos. Allein für den wichtigen Bereich Jugendbildungsstätten sind bereits 200 Millionen Euro mobilisiert. Wir reden über weitere Programme, Kollege Rix hat es angesprochen. Die SGB-8-Reform steht vor dem Abschluss und wird auch nicht kostenlos umgesetzt werden können. Es ist schade, dass nicht mehr von Ihnen kommt. Zurück zum Wesentlichen. So wichtig Auffang- und Reparaturmaßnahmen sind, viel wichtiger ist die Prävention. Viele Fehlentwicklungen können wir bremsen oder stoppen, indem wir alle verfügbaren Mittel auch wirklich zum Einsatz bringen und besonders die Systeme Schule, Kita, Jugendeinrichtungen zu sicheren Orten auch in der Pandemie machen. Und gerade wenn jetzt über einen nochmals härteren Lockdown, Brückenlockdown gesprochen wird und der vielleicht notwendig wird, dann muss er mit einer geballten Testoffensive für offene Schulen, Kitas, Jugendeinrichtungen verbunden werden. Denn deren Schutz als überschaubare Einrichtungen mit festen Gruppen ist organisatorisch relativ einfach und vergleichsweise billig. Engmaschige, am besten tagtägliche Selbsttests in Schulen und Kitas kombiniert mit dem wöchentlichen, kostenlosen und ohnehin zugesagten Bürgertest, auf den ja auch Kinder und Jugendliche einen Anspruch haben, mit klarem Meldeprozess bieten nicht nur Schutz, sondern endlich auch echten Aufschluss zum Infektionsgeschehen in Schulen und Kitas, und deshalb dürfen sie eben nicht zu Hause gemacht werden. Diese Testoffensive würde unseren 7,5 Millionen Familien mit minderjährigen Kindern, das sind rund 25 Millionen Menschen in unserem Land, in der härtesten Phase der Pandemie einen Großteil Normalität zurückgeben. Und profitieren würden auch Eltern und ihre Arbeitgeber davon, weil das fordernde Homeschooling, die Kinder bei Laune halten, trösten oder dann Beratung für sie suchen, entfiele. Dies wäre ein Weg, noch einmal Akzeptanz für härtere Einschränkungen in anderen Bereichen zu finden. Ein letztes. In Hessen ist die beaufsichtigte Anwendung von Selbsttests an über 20 Pilotschulen vor Ostern erfolgreich erprobt worden. Sie sollte jetzt angewendet, auf alle Jahrgänge ausgewendet werden. Es ist mir unverständlich, liebe Kollegin Stump, entschuldigen Sie, warum die Grünen in Wiesbaden nicht mitziehen und stattdessen die testgesicherte Rückkehr der Klassen 7 bis 11 an die Schulen auf ihr Betreiben hin abgesagt wurde, noch weit unterhalb der Schwelle von Inzidenz 200. Ich sage, lassen Sie es uns anders machen, lassen Sie uns loslegen, lassen Sie uns Kindern und Jugendlichen in der Pandemie ein Maximum an Normalität zurückgeben. Viele im Raum tragen Verantwortung dafür auf vielen Ebenen in diesem Land. Gestern wollten wir alle zusammen die Kinderrechte voranbringen. Kollegin Wiesmann, Sie können heute sprechen, aber tun das auf Kosten Ihrer Kollegen. Können alle dazu beitragen. Ich danke für die Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Götz Frömming für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, diese Debatte hat etwas Gespenstisches. Sie alle Redner bisher haben beschworen, wie schlecht es um die Jugend steht, wie schlecht es ihr geht. Sie haben die psychosozialen Folgen beschrieben. Aber ausgesprochen haben Sie nicht, dass das nicht die direkten Folgen sind des Coronavirus, sondern dass es die Folgen Ihrer Maßnahmen sind. Und meine Damen und Herren, was haben Sie denn geglaubt, was passiert, wenn man nicht nur die Schulen schließt? Und wir reden ja nicht nur von Schulschließungen über wenige kurze Wochen. Denen haben sogar wir zugestimmt vor Beginn der Sommerferien letzten Jahres. Wir reden über Schulschließungen, die sich jetzt schon über ein Jahr hinziehen. Was haben Sie denn geglaubt, was passiert, wenn man den Vereinssport zum Erliegen bringt, wenn man Jugendhäuser schließt, wenn man auch sonstige Möglichkeiten nimmt, die Freunde zu treffen und so weiter und so fort? Denken Sie doch bitte mal zurück, wie wir unsere Kindheit erlebt haben. Es sind doch Erlebnisse, die es nur einmal zu machen gilt und gibt im Leben. 14 Jahre alt, die erste Party, die erste Freundin, das erste Tanzfest. 18 Jahre, der 18. Geburtstag, die Abiturfeier, all das fällt jetzt aus.
Und wir wissen nicht, wie lange das noch weitergehen soll, meine Damen und Herren. Mit dem Beschluss, den Sie jetzt durchpeitschen wollen, geben Sie der Jugend keine Perspektive auf ein Ende der Pandemie, sondern Sie geben ihr nur die Perspektive, dass es keine Aussicht auf ein mögliches Ende gibt. Und das ist ein Verbrechen an unseren Kindern und an unserer Jugend, meine Damen und Herren. Vor kurzem hat der Spiegel eine Fotoserie veröffentlicht der Fotografin Rebecca Hoppe. Wenn Sie diese 14 Fotos sich ansehen, dann fällt eines auf. Es sind Jugendliche in der Pandemie. Gucken Sie sich diese 14 Fotos an, Ihnen wird etwas auffallen, vielleicht, hoffe ich. Keiner dieser Jugendlichen lacht, keiner lächelt. Wir blicken in leere Augen, wie in die Augen von Kindern, die sich in einem Land, in dem Bürgerkrieg oder Krieg herrscht, befinden. Meine Damen und Herren, was Sie der Jugend antun, ist dramatisch. Und wir verstehen nicht, warum gleichzeitig Betriebe außen vor bleiben, warum niemand davon gesprochen hat, dass in Betrieben zum Beispiel verpflichtende Tests eingeführt werden sollen, aber an den Schulen. Die Schulen werden weiter gegängelt, werden geschlossen gehalten. Meine Damen und Herren, wir sagen, Bildung und Ausbildung ist genauso systemrelevant. Und je länger das dauert, desto wichtiger ist es, dass unsere Schüler auch wieder in die Schulen zurückkommen. Und dafür müssen wir viel mehr tun, als sie bisher getan haben. Und Herr Rix, ein letztes Wort noch. Es ist eben nicht wahr, dass wir sagen, einfach die Schulen aufmachen. Seit einem Jahr liegen wir Ihnen in den Ohren und machen Ihnen konkrete Vorschläge, was man tun kann mit intelligenten Rotationsmodellen, mit einer Sanierung der Schulen und so weiter. Nichts davon haben Sie getan. Sie haben Verantwortung in den Ländern. Sie haben geschlafen. Sie haben die Sommerferien über geschlafen. Sie haben ein ganzes Jahr lang geschlafen. Sie handeln immer erst dann, wenn es zu spät ist. Und damit muss endlich Schluss sein, meine Damen und Herren. Wir können das so nicht länger mittragen. Das ist Ihr, das sind die Auswirkungen Ihrer verfehlten Politik. Und dafür müssen Sie die Verantwortung übernehmen, nicht wir. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum wiederholten Mal diskutieren wir an dieser Stelle Anträge, die junge Menschen und ihre schwierige Situation in den Blick nehmen. Das ist gut und richtig, denn sie leiden weiterhin unter den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Und vielleicht helfen auch unsere Debatten, dass sich die jüngere Generation von der Politik besser wahrgenommen fühlt. Jugendliche und junge Erwachsene haben besondere Entwicklungsaufgaben. Der 15. Kinder- und Jugendbericht nennt als solche Herausforderungen die Qualifizierung, die Verselbstständigung und die Selbstpositionierung. Es fehlen also keineswegs nur das Feiern und Partymachen bis in die Puppen. Schule, Studium, Ausbildung, der Umzug in die erste eigene Wohnung, das Praktikum in einer fremden Stadt. Aber auch alle Arten gemeinsamer Aktivitäten, abendliche Treffen im Freundeskreis, der Austausch untereinander, all das funktioniert im Moment nicht wirklich und das bleibt nicht ohne Folgen für Bildungswege und seelisches Wohlbefinden. Es stimmt, ja, Lernstandserhebungen und Aufholprogramme für Schülerinnen und Schüler sind wichtig. Einzelne Länder, wie zum Beispiel Hamburg, haben sie bereits auf den Weg gebracht. Und auch der Bund wird sich hier ab Herbst beteiligen. Aber das reine Pauken in Form von Nachhilfe im Anschluss an den Unterricht oder in den Ferien greift meiner Meinung nach zu kurz. Und als SPD-Fraktion und auch hier mein Dank an Saskia Esken für ihren Einsatz, haben wir uns deshalb für ein umfassendes Förderprogramm von 2 Milliarden ausgesprochen, das neben der frühkindlichen und schulischen Bildung auch die Kinder- und Jugendhilfe mit ins Boot holt. So können gerade benachteiligte Gruppen junger Menschen über Schul- und Jugendsozialarbeit gut angesprochen werden. Auch außerschulische Freizeit- und Ferienprogramme sind zu integrieren und zu fördern, weil es bei der Persönlichkeitsentwicklung eben nicht nur auf die formelle Qualifizierung allein ankommt. Und bei allem Verständnis für kurzfristige Aufholprogramme, was wir brauchen, sind starke Regelsysteme. Dazu zählt die Reform der Kinder- und Jugendhilfe, die wir hoffentlich in der nächsten Woche beschließen werden. Und dazu zählt eine reguläre und ausfinanzierte digitale Lernmittelfreiheit, die wir seit Monaten fordern.
Und dazu zählt auch der Ausbau der Ganztagsbetreuung an Schulen, die eben auch eine Ganztagsförderung mit vielfältigen Angeboten zur außerschulischen, nicht formalen Bildung sein soll und die deshalb Lernrückstände ausgleichen kann. Kollegin Born, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Müller? Bitte sehr. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Ulrike Bahr, dass die Zwischenfrage zugelassen wird. Ich habe vorhin darauf hingewiesen und deswegen will ich einfach gerne wissen, ob die SPD-Fraktion zustimmen wird. Wir stellen zur Abstimmung in diesem Tagesordnungspunkt. Ich zitiere: Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, im Rahmen des Konjunkturpakets die Angebote nach den § 11 bis 13, das ist der Freizeitbereich, betreffend die Kinder- und Jugendarbeit, die Jugendverbandsarbeit und die Jugendsozialarbeit im Kinder- und Jugendhilfegesetz mit einem Investitionsprogramm in Höhe von 2 Milliarden Euro auszustatten. Ich habe aufmerksam zugehört. Ich bin ganz begeistert von deiner Rede. Aber genau das hast du doch gerade vorgeschlagen, was wir hier beantragen. Wird die SPD-Fraktion dem jetzt zustimmen oder wird sie es selber einbringen? Von mir aus auch wortgleich. Ich mache auch kein Copyright geltend. Wichtig ist doch, dass es jetzt endlich kommt und dass das hier nicht nur Wahlkampfreden werden. So. Es ist doch ganz einfach. Ne? Ich habe hier gesagt, dass unsere SPD-Fraktion dieses Förderprogramm einbringt und wir wollen diese 2 Milliarden haben, aber wir sind auch in einer Koalition und da sind wir auch natürlich darauf mit angewiesen, dass wir gemeinsam in dieser Koalition auf diesen Weg gehen. Das ist doch auch ganz klar. Ne? Und was die SGB-VIII-Reform angeht, da bin ich sehr gespannt auf die nächste Woche mit all dieser Debatte, die auf uns zukommt, weil das auch alles mit da drin steckt in diesem SGB-VIII. Die SGB-VIII-Reform beinhaltet alle Interessen und Belange aller Kinder und Jugendlichen. Und ich verspreche mir von dieser Reform, die einen Paradigmenwechsel einleiten wird in der Art und Weise, wie der Staat mit den Kindern und Jugendlichen auch umgeht und mit deren Familien. Da erwarte ich mir sehr wohl auch eine konstruktive Diskussion auch dann und freue mich auf die Oppositionsanträge dabei. Vielen Dank. So, ich komme auch zum Schluss, so ein umfassender Ansatz, wie ich ihn beschrieben habe, wird leichter auf allen Ebenen umsetzbar und das Geld dafür schneller zu finden, wenn wir 2 weitere Projekte beschließen würden, die sich ebenfalls in einigen der Oppositionsanträge finden, die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz und die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Und auch dafür setzt sich unsere Fraktion mit Nachdruck weiterhin ein. Vielen herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Konstantin Kuhle für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, in den letzten Wochen und Monaten waren in den sozialen Medien, aber auch im persönlichen und im privaten Bereich viele Wortmeldungen junger Menschen zu lesen und zu hören, die sich darüber gefreut haben, dass Angehörige geimpft worden sind. Eltern, Großeltern, ältere Bekannte, andere Familienangehörige. Und ich glaube, dass diese Freude über die Tatsache, dass diese anderen Menschen zumindest teilweise immunisiert sind, etwas über den Charakter und das Verantwortungsbewusstsein der jungen Menschen aussagt. Denn die zeigen in ihrer Freude, dass sie Anteil nehmen und Anteil haben an der besonderen Gefährdung für ältere Bevölkerungsgruppen. Und ich finde es deswegen gut und richtig, dass wir heute über die Perspektiven der jungen Generation hier fraktionsübergreifend diskutieren. Und ich glaube, dass diese Debatte uns auch eine Lehre sein sollte, dahingehend, dass man verschiedene Generationen nicht gegeneinander ausspielen sollte. Und dann bin ich aber schon verwundert, dass einer der wesentlichen Vorschläge aus der Unionsfraktion im Zusammenhang mit Kinder- und Jugendpolitik in den letzten Monaten die Wiederaufwärmung der sogenannten allgemeinen Dienstpflicht war, jetzt in Gestalt eines sogenannten Gesellschaftsjahres. Wir müssen uns das mal klar machen. Wir reden über eine Generation, die einen enormen Freiheitsverlust gerade hingenommen hat. Keine Abi-Partys, keine Abschlussfeiern, keine Praktika, keine Studienfahrten, also ein weniger an Freiheit. Und in dieser Situation kommt die Union um die Ecke und sagt, jetzt verstaatlichen wir ein ganzes Lebensjahr, weil wir nicht auf euer Verantwortungsbewusstsein, weil wir nicht auf eure Freiwilligkeit, weil wir nicht auf eure Motivation, weil wir nicht auf euer Bewusstsein auch für die Situation der älteren Menschen setzen wollen, sondern weil wir euch verordnen wollen, was richtig ist. Und das geht nicht. Wir müssen
den Bundesfreiwilligendienst attraktiver machen. Wir müssen das freiwillige soziale Jahr attraktiver machen. Wir können auch darüber sprechen, wie wir die Bundeswehr attraktiver machen. Aber diese Haltung, diese Attitüde aus der älteren Generation zu sagen, jetzt macht mal schön eine Dienstpflicht in dieser Situation, wo es den Leuten ohnehin schon schlecht geht, das ist wirklich der falsche Weg. Wir machen Ihnen als junge Gruppe der FDP-Bundestagsfraktion konkrete Vorschläge im Bereich Digitalisierung, siehe Digitalpakt 2.0. Wir machen Ihnen konkrete Vorschläge mit Blick auf das Thema Bildung, siehe Lernbuddies. Wir machen Ihnen konkrete Vorschläge mit Blick auf das Thema der wirtschaftlichen Perspektive, Erhöhung der Minijobgrenze, endlich mal hoch von 450 mindestens auf 560 und dann dynamisiert. Das wäre der richtige Weg. Das ist konkret besser als Symboldebattenausrichtung der Union mit Blick auf die Dienstpflicht. Und meine Damen und Herren, ich will den Abschluss nutzen, um noch kurz zu sagen, dass das, was momentan mit der jungen Generation passiert, sich nicht nur auf die Freiheitsbetätigung dieser Menschen auswirkt, sondern es hat auch eine massive Auswirkung erstens auf die Perspektiven der dualen Ausbildung. Die Lehrstellen brechen ein momentan, Angebot und Nachfrage. Und es hat das, was da passiert, eine massive Auswirkung auf die Internationalität dieser Menschen, weil Erasmus-Semester nicht gemacht werden können, weil sich Grenzschließungen ganz massiv auswirken. Und wir sollten über unsere Maßnahmen sprechen, wir sollten aber auch darüber sprechen, wie wir die betriebliche Ausbildung und die internationalen Erfahrungen dieser jungen Generation nach der Krise stärken können. Vielen Dank. Das Wort hat Dr. Astrid Mannes für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Debatte zeigt das. Uns eint das gemeinsame Verständnis darüber, dass Kinder und Jugendliche besonders unter der Pandemie leiden und dass sie eben nicht Verlierer der Pandemie werden dürfen. Jeder muss während dieser Krisenzeit daher seine Hausaufgaben im Rahmen seiner Zuständigkeiten machen. Wir sehen aber durchaus die Unterstützung der Schülerinnen und Schüler als nationale Aufgabe an, bei der der Bund die Länder im engen Miteinander unterstützt. Uns besorgt es, wenn ein nicht unerheblicher Prozentsatz von jungen Menschen große Lernrückstände durch die Corona-Zeit hat. Wir möchten, dass Schülerinnen und Schüler gut gerüstet ihren weiteren Weg in Angriff nehmen können. Und dafür verhandelt die Bundesministerin Anja Karliczek mit den Ländern über ein Nachhilfeprogramm für die Kernfächer wie Deutsch, Mathematik oder auch die erste Fremdsprache. Und dafür soll 1 Milliarde Euro als Anschubfinanzierung vom Bund bereitgestellt werden. Der Bund lässt die Länder also nicht alleine. Ich nenne auch die zu Jahresbeginn gestartete Bund-Länder-Initiative Schule stark machen, mit der die Bildungschancen von sozial benachteiligten Schülern verbessert werden sollen. 200 Schulen in sozial schwierigen Lagen werden bei der Einführung ihres Bildungsauftrages unterstützt. Das ist ganz wichtig, denn wir alle wissen, dass gerade die Schüler, die unter besonders schwierigen sozialen Bedingungen leben, auch schulisch in der Corona-Pandemie besonders betroffen sind. Ich erinnere an die 6,5 Milliarden Euro, die der Bund den Ländern zur Digitalisierung an den Schulen bereitgestellt hat. Einige Länder haben ja schon ordentlich Mittel abgerufen, andere müssen ihre Hausaufgaben noch machen. Es gibt aus diversen Bundesländern sehr gute Beispiele, die uns zeigen, dass man nicht nur nach dem Bund rufen muss. In meinem Heimatland Hessen konnten Schulen ein Lerncamp für besonders förderbedürftige Schülerinnen und Schüler anbieten. Die Teilnahme war kostenfrei und freiwillig. Ich nenne ebenso den Lernsommer in Schleswig-Holstein. Und Hamburg hat das Mentorenprogramm Anschluss auf die Beine gestellt. Lehramtsstudierende, pensionierte Lehrer oder auch Volkshochschullehrer bieten in kleinen Gruppen Extrastunden am Nachmittag an. Und darüber hinaus beraten, stärken und motivieren die Mentorinnen und Mentoren ihre Schülerinnen und Schüler
in allen schulischen Fragen. Der Bund unterstützt aber nicht nur mit einem Nachhilfeprogramm, mit dem Programm für Schulen in sozial schwierigen Lagen oder im Bereich der Digitalisierung. Wichtig ist, auch während der Pandemie so viel Präsenzunterricht wie möglich stattfinden zu lassen und den Kindern so viel Normalität wie möglich zu ermöglichen. Das haben die Vorredner ja auch schon betont. Und dieses Ziel kann mit einer umfassenden Test- und Impfstrategie erreicht werden. In den vergangenen Wochen wurden Millionen von Schnelltests für die Schulen beschafft. In vielen Bundesländern werden Schülerinnen und Schüler zweimal wöchentlich zu Beginn der jeweiligen Unterrichtszeit getestet. Beschäftigte in Kinderbetreuungseinrichtungen, in der Kindertagespflege, aber auch die Lehrkräfte an Schulen werden oder wurden priorisiert geimpft. Und nachdem die Notfallzulassung für den Impfstoff von BioNTech Pfizer in den USA und in der EU für Jugendliche ab 16 bereits bedingt genehmigt wurde, soll die Notfallzulassung nun für die Gruppe der 12- bis 15-Jährigen ausgeweitet werden. Und auch Moderna hat eine Studie zur Wirksamkeit und Verträglichkeit ihres Impfstoffes für die 12- bis 18-Jährigen gestartet. Das gibt uns doch Hoffnung in Richtung Normalität. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat die Kollegin Maja Lisa Völlers für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir diskutieren heute hier insgesamt sieben Anträge der Oppositionsfraktionen. Hierbei handelt es sich teilweise um Altanträge, wie zum Beispiel den Antrag der Linken aus dem Juni 2020, oder aber bekannte Forderungen, die einfach nur mal ein bisschen erweitert und dann neu verpackt worden sind. Ich muss aber wirklich feststellen, dass uns alle hier oder fast alle hier in diesem Hause die große Sorge um die Kinder und Jugendlichen in unserem Land eint. Von daher begrüße ich die Debatte durchaus. Grundsätzlich finden sich auch in allen Anträgen gute Ansätze, die aber auch in weiten Teilen bereits bei der Bundesregierung adressiert sind, aber auch Zuständigkeiten der Länder berühren. Exemplarisch schaue ich mir den Antrag der FDP Jugend im Lockdown ein bisschen genauer an, in Anbetracht der Kürze der Zeit. Kollege Brandenburg hat sicherlich einige richtige Ansätze skizziert. Dennoch muss ich feststellen, dieser Antrag könnte genauso gut unter dem Titel laufen: Wir wollen alles außer dafür bezahlen. Was macht die FDP? Sie fordern einen Digitalpakt 2.0. Wie der genau finanziert werden soll, wird irgendwie nicht klar. Am Ende Ihres Antrags gehen Sie darauf ein, Sie wollten die Schuldenbremse natürlich nicht antasten. Und wenn man dann noch mal einen kurzen Blick in Ihr Wahlprogramm wirft, wo dann zu sehen ist, dass der Spitzensteuersatz von 58.000 Euro auf 90.000 Euro im Jahr angehoben werden soll, über den Soli habe ich jetzt noch gar nicht angefangen, dann weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie wir das hier alles miteinander bezahlen wollen, was Sie dann perspektivisch schon wieder fordern. Von daher, meine Damen und Herren, ist es dann doch wieder ein typischer Oppositionsantrag. Meine Damen und Herren, viele der sieben Anträge betonen die Lernrückstände von Kindern und Jugendlichen. Ich bin selbst Lehrerin und ich weiß, Schule ist aber noch viel, viel mehr als Lernen. Und wenn man sich mit Kindern und Jugendlichen austauscht, wie ich erst gestern, indem ich mich mit einer meiner ehemaligen Schülerinnen, die dieser Tage ihr Abitur schreiben wird, unterhalten habe, dann wird sehr, sehr schnell deutlich, ja, junge Menschen machen sich große Sorgen um Lernrückstände und ihre Zukunft. Aber sie betonen eben auch den fehlenden sozialen Aspekt. Sie vermissen das Miteinander lernen, das Miteinander streiten, den Austausch mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern, aber auch mit den Lehrkräften.
Schule ist für Sie eine positive Atmosphäre, die aktuell aber nicht mehr existiert. Umso wichtiger ist es, und das wurde heute durch viele Rednerinnen und Redner auch der Koalitionsfraktionen, Kollegin Bahr, Kollege Rix, deutlich, wir müssen uns insbesondere auch eben um die psychosozialen Folgen der Corona-Krise für unsere Kinder und Jugendlichen kümmern. Und da bin ich bei meinem letzten Punkt. Und ich hoffe, dass wir hier in der Regierung noch einen weiteren großen Schritt machen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat gestern in der Nachtragseinbringung gesagt, ja, wir müssen ein Förderprogramm auflegen, um die Lernrückstände, aber eben auch die sozialen Folgen der Kinder und Jugendlichen zu beheben. Nun ist es an Frau Karliczek und an Bundeskanzlerin Merkel, das jetzt auch endlich umzusetzen, was unser Bundesfinanzminister gestern noch mal so stark gefordert hat. In diesem Sinne arbeiten wir daran weiter. Herzlichen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun die Kollegin Katrin Staffler das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man sich zumindest den Teil, der sich um die Schule, um das Lernen gekümmert hat, in der Debatte anhört, ich habe beim Zuhören sehr deutlich das Gefühl gehabt, dass wir komplett vergessen haben, wo wir in der Debatte eigentlich herkommen. Das ist jetzt gerade mal ein gutes Jahr her. Wenn wir da Debatten geführt haben über das Thema Digitalisierung der Schulen, dann sind die im Grunde genommen meistens schon im Keim erstickt worden mit Argumenten wie, ja, da muss man uns erstmal vernünftig darauf vorbereiten, da haben wir noch gar kein richtig ausgearbeitetes Konzept, das geht nicht aus datenschutzrechtlichen Gründen und so weiter und so fort. Und dann ist das Virus gekommen. Und plötzlich war alles anders. Und von heute auf morgen haben wir nicht nur darüber diskutiert, dass wir die Schulen stärker digitalisieren. Wir haben sogar zeitweise komplett auf das Homeschooling umgestellt. Und jetzt wird hier so getan, als wäre das alles der komplette Untergang des Lernens. Und natürlich zugegeben, es hat nicht von Anfang an alles perfekt funktioniert. Das tut es auch in Teilen heute noch nicht. Aber wir haben endlich mal angefangen, diese ganzen erdrückenden Bedenken abzuschütteln. Und wir haben einfach angefangen umzusetzen. Einfach so. Großartig. Und ja, es gehört zur Wahrheit dazu, dass uns das letzte Jahr teilweise auch sehr schmerzhaft vor Augen geführt hat, wo es in unserem Bildungssystem noch Verbesserungsbedarf gibt. Aber das ist doch nicht der Grund, dass wir jetzt einfach vorschnell die Flinte ins Korn werfen und von heute auf morgen jetzt wieder zurück in diese alten Verhaltensmuster fallen. Ich finde, wir sollten es uns alle zusammen, ich nehme uns selber da nicht aus, alle zusammen sollten wir es uns zur Aufgabe machen, dass wir in dieser Frage der digitalen Schule einfach einmal ein Stück weit pragmatischer werden. Und was den Verbesserungsbedarf anbelangt, den gibt es natürlich ja. Aktuell zum Beispiel beim Thema Lernfortschritt. Das ist ein alarmierendes Thema, völlig außer Frage. Und natürlich muss da gehandelt werden, und zwar schnell, und wir müssen entschlossen handeln. Auf Basis der Kompetenzordnung von unserem Grundgesetz kann der Bund aber nur den nötigen Anschub leisten. Und genau deshalb ist es doch richtig und vernünftig, dass unsere Bildungsministerin auf die Länder zugegangen ist, um schnelle, um zielgenaue Hilfen auf den Weg zu bringen. Und der Ansatz, den sie dabei gewählt hat, sich dabei vor allem auf die Klassenstufen zu konzentrieren, bei denen ein Wechsel bevorsteht und auch zunächst nur die Kernfächer und die Kernkompetenzen in den Blick zu nehmen, das finde ich richtig. Weil genau das der Pragmatismus ist, den wir brauchen und der es möglich macht, dass wir schnell und fokussiert da ansetzen und da helfen, wo es am allernotwendigsten ist, ohne dass wir uns im Klein-Klein verlieren. Und damit das Ganze jetzt zum Erfolg wird, müssen die Länder die Hausaufgaben machen. Die müssen kräftig mithelfen und ich würde mir eines wirklich sehr, sehr, sehr wünschen, dass auch die Länder da mit dem nötigen Quäntchen Pragmatismus vorgehen, um diese Dinge umzusetzen. Und mit dem Bund-Länder-Programm erfüllt die Bundesregierung übrigens auch zahlreiche Forderungen aus den Anträgen, die vorliegen, zum Beispiel das Chancenaufholprogramm,
das die FDP fordert. Das steht jetzt natürlich da nicht als Chancenaufholprogramm drin, aber die Inhalte sind sehr wohl enthalten. Und der Bildungsschutzschirm, der von den Grünen kam, für den gilt das Gleiche. All diese Dinge sind in diesem Programm mit drin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist in der Debatte heute eines schon mehrfach angesprochen worden, und das möchte ich auch noch mal sehr deutlich sagen. Die große, große Mehrheit der jungen Menschen in Deutschland hat in der Krise nicht nur Disziplin gezeigt. Sie haben sehr, sehr deutlich gezeigt, wie groß ihre Solidarität mit der älteren Generation ist. Sie haben unter Beweis gestellt, dass sie ein großes Verantwortungsgefühl haben. Und deswegen sind wir unseren Jugendlichen, den jungen Menschen in diesem Land jetzt schuldig, dass wir Zukunftsperspektiven aufzeigen, und zwar ganz pragmatisch, gemeinsam und vor allem schnell. Danke. Das Wort hat der Kollege Dr. Karamba Diaby für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir dürfen es nicht zulassen, dass die Jugend ausgebremst wird. Die Corona-Pandemie hält das Land seit über einem Jahr im Griff. Viele haben keine Kraft mehr und wollen zurück in ein Leben, in dem man Freundinnen und Freunde besuchen, Geburtstage feiern und in den Urlaub fahren konnte. Für junge Menschen, die für ihre persönliche Entwicklung auf den direkten Austausch mit anderen angewiesen sind, ist die Corona-Pandemie ein besonders großer Rückschlag. Für mich als Vater eines 18-Jährigen, der in Abiturprüfungen steckt, ist eindeutig klar, wir müssen alles dafür tun, dass junge Menschen sich weiterentwickeln können und ihre Interessen berücksichtigt werden. Wenn ich höre, dass Depressionen bei Jugendlichen zunehmen, Einsamkeit sich breit machen und Hoffnungen verloren gehen, dann haben wir eine ernste Krise. Wir müssen sie überwinden. Abschlussfahrten werden abgesagt. Das Leben, das man verpasst hat, bekommt man nicht mehr zurück. Doch was wir tun können, ist die Zukunft so zu gestalten, dass sie junge Menschen wieder schnell entfalten können. Wir haben daher aus meiner Sicht drei wichtige Punkte bereits vorangestellt. Erstens, wir haben massiv in die digitale Bildung investiert und damit alle Kinder und Jugendlichen Tablets und Laptops erhalten. Zweitens, wir haben Ausbildungsprämien geschaffen, damit Unternehmen weiterhin ausbilden, auch in der Corona-Pandemie. Und drittens, wir haben mit Kompetenzzentrum Jugendcheck einen Beitrag zu mehr Jugendgerechtigkeit geschaffen. Kollege Diaby, kleinen Moment, ich habe mal kurz angehalten. Kollege Müller, Kollege Rix, Kollegin Bull, es ist alles gut, man kann Zwischenrufe machen und anderes, aber ich finde es jetzt nicht angemessen, die Debatte parallel zur Rede und Auseinandersetzung mit dem Inhalt des Kollegen Diaby zu führen. Ich bitte einfach darum. Danke, Frau Präsidentin. Uns ist klar, das reicht alles noch nicht. Wir müssen natürlich noch mehr machen. Zum Beispiel Kinderrechte ins Grundgesetz schreiben, eine Ausbildungsplatzgarantie schaffen, das Wahlrecht ab 16 einführen, Studierende in Not besser unterstützen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir dürfen es nicht zulassen, dass Jugend ausgebremst wird. Für mich passt das gerade nicht zusammen, dass gerade die FDP-Fraktion zwar will, dass wir mehr für die jungen Menschen im Land machen, aber gleichzeitig auf Schuldenbremse pocht. Für uns steht fest, wir können uns gerade eine Sparpolitik jetzt nicht leisten. In dieser Phase der Pandemie müssen wir weiter investieren, und das werden wir als SPD auch tun. Das ist die Jugendpolitik. Danke schön. Ich schließe die Aussprache.
Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 28.436 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Tagesordnungspunkt 30b. Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung auf Drucksache 28.524. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktionen der FDP auf Drucksache 27.808 mit dem Titel Chancenaufholprogramm, Lernrückstände erheben, Corona-Nachteile für Kinder und Jugendliche verhindern. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das sind die Koalitionsfraktionen, die AfD-Fraktion und die Fraktion Die Linke. Wer stimmt dagegen? Die FDP-Fraktion und die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wer enthält sich? Niemand. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung empfiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktionen Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 27.826 mit dem Titel Wege aus der Bildungskrise, Zukunftsperspektiven für unsere Kinder sichern. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Die Koalitionsfraktionen und die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wer enthält sich? Die FDP-Fraktion und die Fraktion Die Linke. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Tagesordnungspunkt 30c. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend auf Drucksache 28.523. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Drucksache 20.545 mit dem Titel Gemeinnützige Jugend- und Bildungsstätten und Übernachtungsstätten retten. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Die Koalitionsfraktion, die AfD-Fraktion und die FDP-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion Die Linke. Wer enthält sich? Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung empfiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 27.825 mit dem Titel Jugend in der Krise, Perspektiven für junge Menschen in Zeiten der Covid-19-Pandemie. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Die Koalitionsfraktion, die AfD-Fraktion und die FDP-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wer enthält sich? Die Fraktion Die Linke. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Tagesordnungspunkt 30d. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Angebote für Kinder und Jugendliche in und nach der Corona-Krise stärken. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 28.472 den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 20.029 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Die Koalitionsfraktion, die AfD-Fraktion und die FDP-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Die Grünen haben auch zugestimmt. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion Die Linke. Wer enthält sich? Niemand. Dann ist die Beschlussempfehlung mit den Stimmen der Koalitionsfraktion, der AfD-Fraktion, der FDP-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke angenommen. Tagesordnungspunkt 30e. Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Lehren aus der Corona-Krise ziehen, Kitas besser ausstatten, Bundeskita-Qualitätsgesetz einführen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 28.471 den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 20.025 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung?
Die Koalitionsfraktion, die AfD-Fraktion und die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion Die Linke. Wer enthält sich? Die FDP-Fraktion. Die Beschlussempfehlung ist angenommen.